Ja, hallo lieben Christian Schemmeier, Patriarchat-Beziehungscoach und so weiter und so weiter und so weiter. Mich lässt das Thema ja auch nicht los und wir schauen nochmal speziell auf die Geschichte bei der Oscarverleihung mit Will Smith und Chris Rock und der Frau von Will Smith und schauen uns mal unter dem Aspekt an, ist das Alpha-Verhalten, ist das ein Alpha oder ein besonders cooles Verhalten, was Will Smith da zeigt, weil ich finde das wirklich wichtig und auch eine super Gelegenheit, das mal auseinanderzuzerren und auch, also vielleicht sagst du jetzt, weiß nicht, ob ist das jetzt ein interessantes Video für mich, aber man kann in diesem Video auch sehen, wie wahrscheinlich kindliche Programmierungen bis ins hohe Erwachsenenalter rein wirken und einem die ganze Oscar-Verleihung versauen. und ja, ich würde heute mal das so machen, dass ich auf ein Video reacte von Alpha Schmiede. Sehr schönes Video, schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei von dem Kollegen. Das Ursprungsvideo heißt Analyse Will Smith, verpasst Chris Rock eine Backpfeife bei Oscars. Und ja, ich verlinke es aber auch nochmal hier drunter, dass ihr das findet. So, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Okay. Was gibt, ja? Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen. Aktuell überschlagen sich die Ereignisse. Die Nachrichten, die wir da erhalten, kommen tatsächlich Schlag auf Schlag. Und zwar sind Will Smith und Oliver Pocher aktuell in den Schlagzeilen. Und wir möchten jetzt nicht so sehr über die Schläge eingehen, die Oliver Pocher abbekommen hat am Wochenende, sondern das Ganze, was sich auf den Oscars vollzogen hat. Bezüglich Will Smith, der Ex-Freundin von Tupac, Jada Pinkett Smith, die zufälligerweise auch die Frau... Wusste gar nicht, dass die Ex-Freundin ist von Tupac. Von Will ist. Und Chris Rock, der arme 1,50 Meter große Comedian, der eigentlich nur Witze gemacht hat und seinen Job gemacht hat und dafür auf die Fresse bekommen hat. Ja, das muss ich auch mal sagen. Das es wirkt dann immer so großspurig. Ja, ich hau dem jetzt eine runter. Und ist das aber so bei Oliver Pocher ja auch. Das ist ja jetzt auch nicht so die Kampfmaschine. Also dann soll man jetzt auch jemanden suchen, der gleich groß ist. Aber da geht es eigentlich schon los. Und ich habe auch ganz viele Nachrichten gekriegt. Ja, das war ja, also ja, Gewalt ist nicht richtig, aber gut, da muss ich das, glaube ich, nochmal extra Videos zu machen. Das finde ich ganz schwierig, weil das eine hat nichts anderes zu tun. Man sollte es auch nicht aufrechnen. Ne? Sicherlich kann man jetzt über diesen Witz reden, aber ein schlechter Witz heißt nicht, selbst wenn man jetzt sagt, das wäre verbale Gewalt, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann so richtig. Ja, soll man dann jemanden einem runterhauen, der einen schlechten Witz macht? Also das kann es ja irgendwie nicht sein, so, ne? Und mit diesem Witz, also es ging ja um die Haare, die sie nicht mehr hat. Und da hat ja der Chris Rock auch hinterher gesagt, also er wusste gar nicht, dass sie da eine Krankheit hat. Kann man jetzt glauben, kann man nicht glauben. Aber man kann es, also ich meine, er hat sie verglichen mit Demi Moore in D.I. Jane. Das ist ein Film, wo sie echt eine super starke Rolle hat, wo sie in so eine männliche Rolle schlüpft und sich in diesem Zusammenhang, also wie alle Marines, da die Haare abrasiert. Und also es ist jetzt nicht ein absolut, also man kann es sehen als einen demütigen Vergleich, weil Frauen Haare so wichtig sind, aber man kann auch das anders sagen, kann sagen, ja, es war ein Vergleich mit einer echt starken Frauenfigur, Kinofigur. Man kann es auch ganz anders sehen. Und man muss sich natürlich dann überlegen in dem Moment, von was gehe ich jetzt aus? Dass es irgendwie die größte Beleidigung der Menschheit ist für meine Frau? Oder gehe ich vielleicht auch von was anderem aus und entscheide mich dann noch anders? Aber bei Will Smith, zufällig kennen wir ja seine Biografie, da komme ich später noch zu. Ja, sieht das eben anders aus. Man hat halt gewalttätigen Vater gehabt, der seine Mutter so richtig verhauen hat, einmal zumindest ganz krass, und wo ja, Will Smith sich scheinbar auch gesagt hat, boah, macht sich da bis heute Vorwürfe oder ganz lange Vorwürfe gemacht hat, dass er sie nicht beschützt hat. Also das, aber da kommen wir später nochmal zu. Oder? Was ist da eigentlich passiert? Also, gehen wir einmal mal ganz kurz darauf ein. Ihr habt es ja sicherlich schon mitbekommen, das ganze Internet weiß darüber Bescheid.
Deswegen, wir gehen ganz kurz und bündig darauf ein. Will Smith war mit der Ex-Freundin von Tupac, also zufälligerweise auch seine Frau, Jada Pinkett Smith, auf den Oscars, auf der Preisverleihung. Vorne war Chris Rock, der hat seinen Job gemacht, er hat Witze gerissen. Die Leute haben gelacht, die Leute waren gut drauf, alle haben sich amüsiert. Dann hat er einen Witz gerissen über Jada Pinkett Smith Haare, also die Ex-Freundin von Tupac. Und zwar, dass sie, weil sie ja gerade irgendwie eine Krankheit hat, sie hat aktuell eine Glatze, dann hat er einen Witz gemacht über den Sachverhalt, dass sie eine Glatze hat im Moment. Und Will hat gelacht über den Witz. Jada hat das gar nicht lustig empfunden, man hat es an ihrem Gesichtsausdruck direkt gesehen. Und Blue Pill Will, übrigens, das ist auch der Grund, warum ich heute das blaue Licht anhabe. Blue Pill Will ist dann, hat sich dann auserkoren selbst als weißer Ritter auf dem Pferd, ist aufgestanden, ist mitten während der Oscarverleihung nach vorne gegangen zu Chris und hat ihm einmal eine gezimmert, eine Backpfeife. Ja, da sagt er, glaube ich, schon ganz was ganz Wichtiges hier, der Alpha-Schmiede, dass, genau, er hat erst gelacht und dann guckt er rüber zu seiner Frau und das ist ein bisschen so wie, oh, Mami ist traurig, was mache ich denn jetzt? Und oder auch meine Freundin ist oder meine Frau ist traurig, sauer. Und das ist was ganz Wichtiges, was wir ja auch in toxischen Beziehungen sehen, in denen Männer sind, dass sie immer zu diesem Ritter werden, zu diesem weißen Ritter und ihre Frau retten wollen. Und ja, und da kommt dann sowas bei raus. Und es ist immer die Frage, mal abgesehen davon, dass er seine ganze Oscar-Verleihung hier torpediert hat, bis zum geht nicht mehr. Also was er anders hätte machen können, da kommen wir vielleicht wieder nochmal zu. Aber ich meine, tritt sie so für ihn ein? Also ich meine, da kommt jetzt der Kollege gleich auch nochmal zu, dass sie ihn ja, also dass sie eine Nebenbeziehung hatte, einige Jahre, mit einem Freund der Familie, der auch erheblich jünger war, das ist jetzt allein vielleicht nicht so ein Riesenproblem, aber ja, der war, weiß nicht, Anfang 20 und hat sich in die Familie begeben, er hatte Probleme mit Drogensucht, glaube ich, oder irgendwelche Probleme und wollte sich da aufpäppeln lassen und sozusagen so ein Babysitter-Alter, keine Ahnung, und sie war deutlich älter, ich glaube 20 Jahre älter oder so, über 20 Jahre älter und ja, Freund der Familie, wird aufgepäppelt, wird aufgenommen und da fängt sie was mit dem an und also gut, da kann man jetzt ein bisschen drüber sinnieren, ob die da jetzt zu dem Zeitpunkt zusammen waren oder eine offene Beziehung hatten. Also ich, für meinen Begriffen hat sie eben schon gewaltig Hörner aufgesetzt. Vor allen Dingen, wie sie das in diesem, habe ich ja schon mal im letzten Video gesagt, dazu in diesem Red Table Talk, den gibt es auch immer noch auf YouTube, wie sie ihn da hat dastehen lassen, echt wie so ein Idioten. Deswegen ist meiner Ansicht nach zu Recht gilt Will Smith in dieser Red Pill Community als der erfolgreichste Blue Pill. So, ne? Also ein Mann, der tierisch erfolgreich ist, trotzdem eigentlich ein super Beispiel ist für einen Mann, der nicht in seiner Polarität ist. Naja, hören wir mal weiter rein. Pfeife gezogen. Ja, Chris hat das relativ gut weggesteckt. Also er ist nicht umgekippt oder so, er ist nicht mal geschwankt. Ich glaube, Will hat ihn auch nicht richtig getroffen, weil Chris so ein bisschen mitgegangen ist. Also der Schlag ist mehr oder weniger verpufft. Chris hat einen kleinen Witz gerissen. Die Leute waren verwundert, haben teilweise gelacht, wussten nicht, ob es zur Performance gehört oder nicht. Und das Ganze war zu Ende. Und wir wissen jetzt alle, nach dem Schlag war Will überall in den Schlagzeilen, in der ganzen Welt. Warum ist das interessant aus der RP-Sicht? Red Pill. Rein bezogen auf die Dynamik zwischen Will. Also ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von Red Pill, wisst ihr, aber manche Sachen sind einfach on point und dieses Video finde ich sehr on point und auch was die Red Pill Community zu Will Smith so sagen hat, den ich auch wirklich als Schauspieler wirklich sehr mag und bestimmt ein toller Typ ist und ich wünsche mir nur das Beste. Aber einiges leider war, es geht jetzt auch nicht um Will Smith, sondern was wir Männer oder wir Frauen davon lernen können. Ne? Will Smith und der Ex-Freundin von Tupac muss man folgende Sachen festhalten. Zuallererst,
Den Witz, den Chris gebracht hat, den empfand Will Smith als lustig. Man sieht in einer Szene, wie er feucht, fröhlich, munter lacht. Erst nachdem er entdeckt, dass Jada nicht lacht, schwankt auch Will um in seiner emotionalen Gefühlslage und versucht sofort der Ex-Freundin von Tupac, die zufälligerweise seine Frau ist, zu gefallen. Also was macht er? Er steht auf und versucht, seine Frau zu beschützen. Das Lustige ist, habt ihr irgendwelche Schlagzeilen mitbekommen? Als die Sache mit August Alsina und seiner Frau war. Ihr wisst ja, seine Frau ist fremdgegangen mit August Alsina. Und zu der Zeit hat man nichts davon mitbekommen, dass Will Smith in den Medien war, dafür, dass er August Alsina bedroht hat, geschlagen hat oder in irgendeiner anderen Art und Weise zu nahe gekommen ist. Im Gegenteil. Das Ganze hat sich ja vor unseren Augen abgespielt. Will Smith wurde öffentlich demontiert, erniedrigt. Das ganze Internet hat Memes über ihn gemacht. Alle haben sich lustig über ihn gemacht. Ist er so. Ist weiterhin mit seiner Frau zusammengeblieben, hat sich nicht von ihr getrennt. Das Ganze ist so weitergegangen. Das heißt, er hat der ganzen Sache, die da passiert ist, dieses Betrügen, dieses Hintergehen, seine Frau mit August und so weiter und so fort, hat er keine allzu hohe Ernsthaftigkeit zugesprochen, sodass er sich von August, dass er August in irgendeiner Qualität verletzt hat oder zu nahe gekommen ist oder einen Strich gezogen hat, dass er gesagt hat, okay, bis hier nicht weiter, du hast meine Grenzen nicht respektiert, du hast unsere Beziehung oder unsere Ehe nicht respektiert, ich mache jetzt Schluss mit dir. Nein, das war nicht ausreichend. Aber die Tatsache, dass ich glaube, worauf er jetzt hinaus will, wenn wir wieder mit Standards und Dealbreakern reden, dass er zwar die Standards und Dealbreaker seiner Frau im Kopf hat, aber seine eigenen nicht. Und das, dem kann ich nur zustimmen. Ne? Jada einen Witz nicht in den richtigen Hals bekommen hat. Ja? Sie hat den Witz in den falschen Hals bekommen. Und da hat sich Will berufen, auserkoren gefühlt, aufzustehen und dem 1,50 Meter großen Chris Rock, dem 1,50 Meter großen Comedian, vor laufender Kamera emotional entgegenzutreten, ihn zu backpfeifieren und danach mit zweimal emotional werden, und das sieht man auch, wenn man Will ins Gesicht guckt, dann sieht man, wie emotional er in dem Moment ist. Hat er dann gesagt, du lässt den Namen meiner Frau aus deinem Mund. Das heißt, er beschützt sie nicht vor August Alsina, der, wie wir wissen, ein sexuelles Verhältnis hatte mit Tupacs Ex-Freundin, sondern er beschützt sie vor den bösen Worten von dem von Chris Rock aufgrund der Tatsache, dass sie einen Witz nicht gut verstanden hat. Gut, also man kann den Witz natürlich wirklich, kann sehr gekränkt sein und alles. Wie gesagt, finde auch, man kann den Witz so oder so verstehen können, aber wir wollen bei jedem Scheißwitz aufstehen und einmal eine runterhauen, also wirklich, und ich sehe das genauso, also, und jetzt, wir wissen ja aufgrund der wirklich spannenden Biografie, die gerade rausgekommen ist von Will Smith, gar nicht lange her, oder vielleicht wussten das andere auch schon vorher, dass er eben diese Vergangenheit hatte mit einer Mutter, die er scheinbar beschützen wollte vom Vater. Und da sieht man, dass, also finde ich auch, dass sowas offensichtlich bis heute noch seine Dinge tut, ne? Und es ist, also natürlich ist das jetzt kein innerer Kindanteil, der einem runterhaut, sondern es sind diese Wächteranteile, da komme ich vielleicht nochmal in einem anderen Video drüber, das sind diese Anteile in uns, die auch sehr kindlich sind oder jugendlich meinetwegen und die inneren Kinder schützen wollen, es aber auf eine sehr rigide Art und Weise tun. Also der könnte ja am Werk sein und das wäre so ein typisches Wächterding irgendwie, was da so abgeht. Aber das ist eben nicht das Programm eines Mannes, der in seiner Mitte ruht, der cool ist, der die Situation im Griff hat. Und das kann ich auch hier an der Stelle schon mal sagen, ein Mann, der cool ist und Situation im Griff hat und seiner Polarität ist, der versucht, Gewalt zu vermeiden, um jeden Preis. Warum? Weil da alle Arten von Scheiße passieren können. Was meint ihr, wenn ihr irgendein Türsteher oder jemand, der sich wirklich wehren kann, eine runterhaut, was dann passiert? Welche, also was dann
wie sowas eskalieren kann, was das für Gefahren vielleicht für die Freundin dabei hat, wo das enden kann im Krankenhaus mit Verletzungen im Gefängnis, ich weiß es nicht. Was da, und deswegen wird ein Mann, der wirklich, also nicht, dass der jetzt im Letzten nicht auch versucht, seine Frau zu schützen, klar, aber da wird die Messlatte sicherlich viel höher liegen. Und der wird ganz im Gegenteil, der versucht, Gewalt zu vermeiden, weil er weiß, das ist scheiße. Und versucht, einen anderen Weg zu gehen. Was hätte ein anderer Weg sein können? Können wir da ruhig schon mal gleich drauf. Also er hätte krass, also das ist ein Comedian hier, er hätte einen krassen Spruch zurückbringen können, seine Oscar-Verleihung, hätte sagen, hätte sich irgendwas Lustiges ausdenken können und verbal zurückschießen können, so irgendwie auch wieder aus so einem geerdeten Sein irgendwie oder meinetwegen auch sagen, auch meinetwegen auch in seiner Ausgerede sagen können, ey, fand ich komplett daneben, ne? Finde ich, meinetwegen auch, macht das bloß nicht wieder und so, aber jetzt nicht verbal. Oder hätte, ja, was weiß ich, wenn die ja Aftershow-Party haben, hätte er hingehen können, hätte sagen, du, pass mal auf hier, hätte seine Frau erstmal beruhigen können, hätte sagen können, du, das ist hier scheiße gelaufen, meine Frau ist echt verletzt, kann sich bitte bei ihr entschuldigen, so, ne? Und das wäre garantiert passiert und dann hätten alle, wenn alle einen Cocktail trinken gegangen und dann wäre die Situation bereinigt gewesen, ne? Unter Erwachsenen, ne? Aber das wirkt tatsächlich, ich weiß es nicht, was die für eine Beziehung haben, aber es wirkt von außen tatsächlich so, dass sie da komplett die Beziehung unter der Kontrolle hat und er versucht ganze Zeit es, fragt man sich, versucht das Mami recht zu machen oder zu retten oder ich weiß nicht was und das ist genau so eine Dynamik, in die Männer gern reinrutschen und ich habe gelesen, dass er vorher mit einer ganz ruhigen Frau zusammen war, aber das hält natürlich da nicht, kennen wir ja und dann wird so jemand gesucht, der dieses alte Drama Potenzial wachruft aus der Familie und ich meine, er müsste es ja eigentlich besser wissen, hätte ja auch Zugang zu so viel Ressourcen, aber ja, und dann hängt er da drin und versucht sie bis heute irgendwie recht zu machen und ja, lässt sich von ihr auch, wie ich auch finde, irgendwo erniedrigen und macht dann hier den weißen Ritter und zu sowas führt das jetzt, ich meine, da ist jetzt keiner, zum Glück, ich meine, das ist echt ein richtiger Schlag, das ist keine Backpfeife, das ist zum Glück schon mal hier zumindest keiner zu Schaden gekommen. Aber bei seiner Reputation wird das einen massiven Schaden geben. Und wofür? Ne? Und das sind, deswegen kann ich nur mal wieder sagen, also in der Polarität sein, in der Männlichkeit sein, heißt nicht, dass man so ein Steinzeitprogramm abfährt, irgendwie, du guckst meine Frau schief an, ich hau dir jetzt einen in die Fresse. Und ja, weil dann kriegt man nämlich an der falschen Stelle selber einen in die Fresse. Und ja, ist da gleich ein größten Schlamassel und ein echter Gefahr. Das ist nicht da, wo wir heute sein wollen. So, ne? Und dass er sich da an so einem kleineren, ich weiß nicht, ob er das mit jemandem gemacht hätte, der jetzt wirklich seine Statur gehabt hätte. Also das macht es auch so echt uncool, finde ich. Ne? Obendrein noch. Congratulations, you played yourself. In dem Moment, wo er gesehen hat, dass Jada den Witz nicht ganz verträgt, hat er seinen Frame verlassen. Ja, er war in seinem eigenen Frame, er hat gelacht, er war gut drauf, er hat gesehen, seine Frau ist schlecht drauf und er hat seinen Frame sofort verlassen und ist in den Frame der Frau übergetreten. War in der Abwehrhaltung, wollte ihr unbedingt gefallen, wollte ihr was beweisen, wollte ihr zeigen, guck mal, ich bin dein Ritter auf dem Ross mit weißem Gewand, ich und glänzender Rüstung, ich werde dich jetzt retten. Und hat dann, um ihr zu gefallen, den guten Chris einmal eine gescheuert. Das zeigt, wie extrem gebunden er an Jada ist und wie extrem verliebt dieser Mann in diese Frau ist. Da möchte man meinen, jemand wie Will hätte es ja nicht nötig. Ich meine, ja, also sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, verliebt auf so eine schräge Art ist auch das richtige Wort, weil also für mich hat das alles mit Liebe nicht viel zu tun. Das sind wirklich so, könnte sich auch gleich duellieren oder so, dieser Schwachsinn von früher. Das hat mit einem geerdeten Mann sein, modernen geerdeten Mann sein, wirklich nichts zu tun. Ne? Will könnte mit dem Finger auf eine Frau zeigen und könnte mit ihr zusammenkommen. Ja, das ist wirklich tragisch. Also man sieht an diesem Beispiel, du kannst tierisch erfolgreich sein, auch wenn du nicht in deiner Polarität bist. Und es gibt bestimmt Männer, die in ihrer Polarität sind und vielleicht im Wirtschaftlichen nicht so erfolgreich sind. Also das mache alles sein. Aber das ist tatsächlich tragisch. Ich meine, das ist super. Ich finde den, wie gesagt, super geilen Schauspieler, bestimmt lustiger Typ. Und
sehe ich ganz genauso. Da könnte irgendwie jeder haben und macht sich so ein schwieriges Leben. So. Und das ist so schade, wenn man diese Muster nicht unterbricht irgendwie. Und gut, in vielen Punkten hat er bestimmt auch ein schönes Leben. Aber sein Beziehungsleben wollte ich nicht mit ihm tauschen. Also das muss ich echt sagen. Ey. Das Ding ist aber, Wills Mindset ist einfach nicht so weit. Er hat keine Grenzen. Er hat keine Dealbreaker. Er hat das, was ich immer mit euch hier bespreche auf dem Kanal und auch was andere Red Pill Kanäle besprechen. Ja, habt eine Grenze, habt Dealbreaker, akzeptiert nicht alles von Frauen. Ich wusste gar nicht, dass Red Piller über Dealbreaker sprechen, aber da sind wir ja bei unserer Arbeit und das sehe ich ganz genauso. Will Smith hat nicht genügend Grenzen, das muss ich leider auch sagen. Gebt nicht alles hin, euer Name ist das, was ihr hochhalten müsst, das ist das Einzige, was ihr habt. Gebt euren Namen nicht auf, gebt eure Würde nicht auf, euer Charakter, eure Würde, das ist das, was hochgehalten werden muss. An diesen Werten, an diesen Prinzipien müsst ihr festhalten, denn das ist euer Rückgrat. Eure Frau könnt ihr nicht zu eurem Rückgrat machen, die ist nicht euer Rückgrat. Ihr könnt mit euren Prinzipien, euren Idealen, könnt ihr eine Frau heraussuchen, die mit euch euren Weg bestreitet. Aber ihr könnt nicht die Frau zu eurem Aushängeschild machen und sagen, das ist mein Stolz, das ist meine Ehre, das ist mein Rückgrat, ich werde sie über alles beschützen. Du setzt die Regeln. Ja, das gilt natürlich für beide Geschlechter oder auch für Schwule oder Lesben oder was weiß ich was. Man sollte dem Partner einfach nicht, hat er eigentlich schön gesagt, nicht zum Rückgrat machen, nicht zum Zentrum seines Lebens. Ne? Da kann, das ist fehlende Selbstliebe und da kann nur Missbrauch rauskommen. Ja. Der Beziehung. Will hat die Regeln der Beziehung nicht aufgestellt. Bei den beiden gibt es keine Regeln. Jada ist die Regel. Jada entscheidet, wann ist etwas wert, dass Will aufsteht und jemanden eine scheuert, wann ist es nicht, wann wird die Beziehung beendet, wann wird sie nicht beendet, wann gibt es eine offene Beziehung, wann kann ich fremdgehen, wann kann ich nicht fremdgehen, all over the place. Leider Gottes ist das ein super Paradebeispiel für einen Mann. Ja, das Problem ist, ich denke auch, dass das so ist, vermute ich, meine Vermutung, dass die da so ein bisschen unklar sind, wann sie eine offene Beziehung hatten, wann nicht. Ja, also auch Will hat mal gesagt, dass er auch mal außereheliche Kontakte hatte, aber ich habe es verstanden, in dieser Zeit der offenen Beziehung und es wirkt halt also auch wie die, für mich, also ich werde diesen Red Table Talk wirklich nie vergessen, wo ich finde, dass sie ihn echt, also so einen coolen Typen echt lächerlich macht. Also es wirkt nicht so, als wenn dieses ganze Offene und Außereheliche so auf seinem Mist gewachsen wäre. So. Der stinkend reich ist, der super viel Status hat, aber der Blue Pill und Beta ist ohne Ende und der ist nicht in der Lage ist, trotz seines Status, trotz seines Reichtums, trotz allem, was er hat, eine Beziehung in einem dominanten Alpha-Frame zu halten. Er kann es nicht. Weil er zu sehr gebunden ist an Jada, weil er zu sehr verliebt ist in Jada und weil sein Mann... Ja, ob ein Mann jetzt immer im dominanten Alpha-Frame sein muss, das müssen wir jetzt hier vielleicht nicht diskutieren. Das ist mir manchmal auch zu einfach. Aber dass er hier, das würde ich auch gerne raus, das würde ich auch nochmal gerne betonen und mit rausarbeiten hier, dass das eben nicht dominant und cool ist, was er da macht, sondern dass das einfach eigentlich aus so einem, so erlebe ich das, aus so einem submissiven, untergeordneten, Mami, ich mach's jetzt alles für dich richtig, Mindset entsteht. Das wirkt auf mich tatsächlich auch so und da tut er mir, also ganz ehrlich, da tut er mir echt einfach nur leid. Wirklich, das ist... Und dann sich so einen der größten Momente seines Lebens, der die Oscar-Verleihung, das so verschatten lassen von so einer Scheiße, ey. Oh. Ja, also natürlich werden es wieder viele schreiben, muss denn der so einen Witz machen, aber ja, also da können wir drüber diskutieren, aber es ist nichts gewonnen, es ist für seine Frau nichts gewonnen, es ist für ihn nichts gewonnen, keiner hat was gewonnen durch seine Reaktion und ganz im Gegenteil, Chris Rock steht eigentlich jemand da, der das cooler gemanagt hat, die Situation als er, ne? Es kommt noch, obwohl... Wie gesagt, ich bin immer dabei zu sagen, ey, Mann, die Komiker könnten auch mal ein bisschen aufpassen, was sie da für Witze machen. So. Aber es besteht die Möglichkeit, auch nach seinen Worten, dass ihm gar nicht klar war, dass er da ein Fettnäpfchen tritt. Und ja. Mindset zu verfault ist. Und da seht ihr auch, das ist das, worauf viele Red Pillar oder worauf viele RP-Kanäle hinweisen. Nur Geld,
nur Status, nur Aussehen, ohne Mindset, ohne einen Plan, wie gehe ich das an? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Bis wohin lasse ich was? Bis wohin lasse ich nichts? Wie baue ich eine Bindung auf? Wie sehr erlaube ich, dass ich mich an die Frau binde? Und so weiter und so fort. Wenn ihr das nicht drauf habt, dann seid ihr zwar reich und bekannt, habt Status, habt Geld, nichtsdestoweniger, ihr könnt keine vernünftige Beziehung führen, weil euch die Frau einfach nicht respektiert. Absolut richtig. Kann ich nicht anders sagen. Also, genauso ist es. Und das gilt natürlich auch für, denke ich manchmal, den einen oder anderen, der da vielleicht in Reality-TV oder Trash-TV unterwegs ist, der ein Sixpack hat und alles, wo man auch sieht, die scheitern, weil sie einfach, ja, kein Selbstbewusstsein haben und nicht, bleiben wir mal in dieser Sprache, nicht das richtige Mindset. Ne? Und überleg mal, wie viel Schande und wie viel negatives Licht er auf seine eigene Blutlinie. Er hat Kinder. Er hat eine Legacy. Er hat eine Karriere. Was, überlegt mal, wie viel negative Publicity, wie viele Schande, wie viel Kopfschmerzen da auf diese Familie und auf den Namen Smith zurückkommt. Nur aufgrund den Handlungen, aufgrund der Beta-Handlungen von dem Vater namens Will. Deswegen. Ja, gut. Ich meine, er ist natürlich trotzdem immer noch ein saucooler Schauspieler, der ist wahrscheinlich sowieso nicht reich, Kind von so einem berühmten Mann zu sein. Also ob das jetzt noch so viel dazu macht, weiß ich nicht, aber naja. Respekt geht raus an dich heute. Offiziell Blue Pill Will, den Blue Pill Award des Monats gegebenenfalls. Ja, der Monat ist ja fast zu Ende. Oh komm, offiziell, wir übergeben ihm den Blue Pill Award für den März 2022. Herzlichen Glückwunsch an Blue Pill Will und an die Ex-Freundin von Tupac an der Stelle. Jungs, danke für eure Aufmerksamkeit. Abonniert, kommentiert, liked. Bis zum nächsten Mal. Ja. Also, was soll man sagen? Gut, da kann man jetzt natürlich auch andere Meinung drüber sein, aber selbst wenn ihr anderer Meinung drüber seid, selbst wenn ihr sagt, das war Todesbeleidigung, muss man halt aufpassen, dass man nicht in diesem, wie weiß das auf Twitter immer, Whataboutismen fällt. Das heißt, klar ist körperliche Gewalt scheiße, aber verbale Gewalt ist auch scheiße. Ja, das hat, das muss man nicht gar keinen in einem Satz bringen, das steht nebeneinander, das muss man gar nicht erst sagen. Natürlich ist das letzten Endes, kann man es auch gar nicht vergleichen, ne? Weil für den einen, ich konnte jetzt nicht per se sagen, was schlimmer ist, außerdem gibt es ja nicht nur verbale Gewalt und nicht nur tätliche Gewalt. Es gibt ja auch Gewalt durch Falschaussagen und was weiß ich, was es alles gibt. Das jetzt zu vergleichen, finde ich ganz schwierig. Und wenn wir jemals aus diesem 3D rauskommen wollen, dann müssen wir sagen, hey, hier ist eine Grenze und die werde ich auch nicht einreißen lassen, ohne, und das ist echt eine Kunst, glaube ich, oft, dass wir einfach hier Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich hau jetzt eine in die Fresse irgendwie so, ne? Das ist auch Grund, warum so viele toxische Beziehungen oder überaktivierte Beziehungen, Rosenkriege, warum das so eskaliert, weil nicht einfach Grenzen gesetzt werden, sondern weil immer noch einer oben drauf gepackt wird, ne? So ist es. Hoffe, wir finden da irgendwann raus und hoffe, ihr macht alle dran mit und wir sehen uns bald wieder. Und ich natürlich auch.